da denken die Leute wahrscheinlich sehr verschieden. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was drüber. Ja, ich bin ja immer schon ein bewegter Mensch. Ich war schon in der 68er-Bewegung. Deswegen bin ich überhaupt an die Uni gekommen, weil danach in Deutschland, da ging etwas los, dass andere Inhalte möglich waren. Also an der traditionellen Uni wäre ich bestimmt nicht gelandet. Und ich habe dann mit der Frauenforschung angefangen und das ging auch. Wir konnten da was durchsetzen und konnten eine Wissenschaftskritik formulieren und auch anfangen, eine andere Wissenschaft zu machen. Und das ist dann die 70er, 80er Jahre ungefähr so weitergegangen und dann ging schon los mit der neoliberalen Reform, die das Ganze wieder kaputt gemacht hat. Also heute wissen die Leute, hier sind nichts mehr von den 70er und 80er Jahren. Aber ich, weil das ja meine eigene Geschichte ist, und jetzt bin ich froh, dass das hier endlich mal losgeht. Ich dachte, das geht schon los, als die Uni-Reform beschlossen boykottiert wurde. Da war ich schon in der Gegenbewegung hier an der Uni, auch praktisch die einzige Profession, der Rest waren Mittelbaustudierende und ja. Darf ich einwerfen, wann das war? Das war 2001, 2002, also noch vor das UG 02 beschlossen wurde. Aber losgegangen ist ja die ganze Minimierung von den Finanzierungen an Bildung, nahe ist 1995 schon losgegangen. Ja, ja, schon. Aber da war noch keine, also es ging dann hier erst richtig los, als gesagt wurde, es wird ja eine Universitätsreform gemacht und die wird die inneruniversitäre Demokratie abschaffen. Und sie wird eine Konzernstruktur einführen, also als Leitung, als wäre das hier ein Konzern und keine Universität. Und als da ging es eigentlich dann los. Da gab es 2001 war das eine große Demo hier in Innsbruck mit 4000 Leuten, immerhin, habe ich auch gesprochen. Und da war auch österreichweit eine Bewegung. Also da waren an allen Unis gab es Probleme, auch die Professoren haben gesagt, die Lehrenden, Mittelbau und Professoren haben gesagt, wir sind nie gefragt worden, ob wir das wollen, ob wir das richtig finden. Und ich habe damals noch einen Aufruf gemacht, den dagegen, den haben damals 800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Österreich unterzeichnet. Das folgte nun weiter nichts daraus, weil nachher, als das gesetzlich festgelegt war, dass diese Universitätsreform passiert, da brach der gesamte Widerstand sofort zusammen, was mir völlig schleierhaft war, wieso, weil das Problem war ja immer noch da. Also da war dann, und der Studentenprotest hörte auch auf. Also irgendwie war dann alles wie gelähmt und es sind die letzten 7 Jahre praktisch so verlaufen und ich habe eigentlich nicht verstanden, warum die Studierenden nicht früher gemerkt haben, dass was ihnen da alles abhanden kommt durch diese D-Form. Es ist ja keine Reform, sondern D-Form im Grunde. Weil jetzt ist es, ich habe ja schon hier, die ganze Zeit bin ich hier umeinander und rede mit den Leuten und die haben auch formuliert ihr Unbehagen, weil sie merken, wie sie hier in Zwänge kommen und also keine Freiheit haben, selbst zu bestimmen, wie sie studieren und was, dann in Konkurrenz zueinander gesetzt werden und so fort. Also das ist eigentlich wie sozusagen in der Kaserne, also im Prinzip. Und das finden sie natürlich nicht gut, weil sie ja kommen, um zu sehen, wer bin ich, was kann ich machen, wo sind meine Begabungen und irgendwie eine Freiheit brauchen. Und jetzt war das Problem, dass aber wie bei jeder Bewegung, jede Bewegung muss ihr Geheimnis lüften, also dass sie hat. Viele Bewegungen fangen an, ohne dass die Leute eigentlich wissen, warum genau sie sich bewegen. Und es gibt ja da einen quasi objektiven Hintergrund bei jeder Bewegung. Also es gibt gesellschaftliche Verhältnisse, die nicht mehr gehen und die auch nicht dem entsprechen, was die Leute brauchen. Vor allem auf die Zukunft hin. Aber das war ja auch in der 68er-Bewegung ja. So, wo die Jungen knapp 20-Jährigen mal kapieren anfangen, was ihre Eltern vielleicht in der Vergangenheit... Da ging es auch um die Vergangenheit und dann ging es darum, vor allem um den Krieg in Vietnam. Das war ganz richtig der erste große Krieg nach der Nachkriegszeit, den die Leute einfach, das fanden die Leute ganz entsetzlich, dass das wieder losgeht mit den Kolonialkriegen. Aber das war es, entschuldigen Sie, wenn ich war es nicht viel mehr das dass sich 68 die Menschen gefragt haben, in Deutschland vor allem, meine Eltern waren Nazis, meine Eltern waren mitverantwortlich für den Holocaust und so weiter und so fort. Das war ja auch der Grund, soweit ich ihn verstehe, dass die RAF so viel Macht bekommen hat. Ja, aber die RAF und da ist war es ja nicht nur wirklich ein Teil, dass die Studentenbewegung war ja nicht die RAF, das ist ja...
generell war die Studentenbewegung nicht auf diesem Trip, was die RAF gemacht hat. Ne? Das stimmt nicht. Ne? Ja, da ging es um Vergangenheitsbewältigung und hier geht es um Zukunftsbewältigung. Weil die Leute merken inzwischen, der Arbeitsmarkt bricht weg, ne? Krise, dann gibt es die Ökologiekrise, es gibt alle möglichen Schwierigkeiten und die Leute haben einfach Angst um ihre Zukunft und verstehen nicht, warum sie jetzt in so eine Zwangsjacke kommen und also irgendwie gibt es da ganz viele Widersprüche. So, jetzt geht es darum, dass man halt jetzt mal schaut, wo kommt es her und wieso ist das so? Also wieso werden die so in die Klemme genommen erst durch die Reform? Also dieses kästchenweise Studium und man kann überhaupt nichts flexibel organisieren und so weiter. Aber das Ganze passiert jetzt ja nicht nur in Österreich, sondern weltweit, überall. Vor allem im Westen und vor allem jetzt auf die Europäische Union bezogen. Also es ist egal, ob ich nach Rom fahre oder ob ich nach Paris fahre. Es hängen überall die gleichen Plakate mit überall die gleichen Forderungen von den Politikern. Überall die gleichen Protestformen. Naja. Es gibt tiefe Einschnitte in die Gesellschaft, in unsere Nachkommen. Es ist ja überall gleich in Europa. Was denken Sie jetzt, wo wird das hingehen? Weil wir in Österreich, wir stehen ja ein bisschen. Also es gibt ja verschiedene Gruppen hier, das zeigt sich ja schon. Es gibt welche, die sind überhaupt dagegen, dass da was passiert. Die wollen ganz schnell studieren und Karriere machen. Dann gibt es welche, die wollen gerade deswegen in die Bewegung, um ihre Bedingungen zu verbessern, um eben auch schnell Karriere zu machen. Und die, um die es eigentlich geht hier, das sind die, die merken, an der ganzen Universität stimmt was nicht und an der ganzen Wissenschaft stimmt was nicht. Und das sind natürlich die Interessanteren und die, die in die Zukunft blicken, weil die nähere Zukunft, also die über die nähere Zukunft hinausblicken und sehen, dass wir eigentlich eine andere Wissenschaft brauchen. Die Fragen haben sich ja schon 68 und danach gestellt. Diese Wissenschaft zerstört die Welt. Das sehen wir am Klimawandel. 200 Jahre Industrialisierung und die Welt bricht auseinander. Da kann ja was nicht stimmen. Industrialisierung kommt aus der Universität, das Militär kommt aus der Universität. Alle Forschung in dem Bereich, der ganze technische Fortschritt, die Riesenmaschinerien überall, die kommen alle aus der Universität. Und das fällt langsam auf, dass da was nicht stimmt. Und das entspricht genau diesem Drill, der jetzt hier einsetzt. Sie sollen in diese große Maschine eingegliedert werden. Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft. Und werden gar nicht gefragt. Und das wird jetzt von außen bestimmt, also ohne jeden Spielraum. Das wird immer enger, weil die Konzerne ja auch in Panik geraten. Erstens mal wollen sie das große Business machen mit der Bildung. Und zweitens wollen sie natürlich auch ihre Projekte durchsetzen und die Leute dafür haben, die das eben auch eiskalt mitmachen. So, und für mich ist jetzt also die Frage, inwiefern die das, den Zusammenhang verstehen, dass dieser Knast hier so ähnlich macht mit Menschen und Tieren, nämlich sie zerlegen, machen und neu zusammensetzen. Das ist, was Wissenschaft tut seit der Neuzeit, nicht überall und immer, aber seit der Neuzeit und vor allem in Europa. Das ist exportiert worden als das große Erfolgsmodell, also das Naturwissenschaftliche. Die übrigen Wissenschaften sind praktisch vernaturwissenschaftlich immer mehr, also die Ökonomie zum Beispiel, die Psychologie, die Soziologie. Es gibt kaum mehr. Und die anderen Wissenschaften, wie die Geisteswissenschaften, werden ja schon abgeschafft. Ne? Die soll es gar nicht mehr geben, sondern nur noch, also Naturwissenschaften, Betriebswirtschaft, alle diese groß Big Science. Alles andere soll eigentlich wegfallen und Leute werden auch gedrängt, in die Naturwissenschaften zu gehen, obwohl sie genau da spüren, das ist eben gerade nicht das, was die Welt erhält sozusagen oder wo man ein Mensch bleiben kann, sondern wo dieser Drill ist. Ne? Und jetzt geht es darum, inwiefern die Leute diesen Schritt jetzt schaffen, also erkenntnistheoretisch und historisch ist es eigentlich klar, wie das läuft. Und eigentlich ist ihre Aufgabe jetzt, dieses Dilemma, dass die neuzeitliche Wissenschaft überhaupt auf dem falschen Dampfer ist, ob sie das erkennen und wirklich eine andere Wissenschaft anfangen einzufordern. Das wäre eigentlich ihre objektive Aufgabe, damit sie nicht an diesen Verbrechen beteiligt werden, sondern in eine Zukunft gehen, in die die Welt erhält und nicht zerstört. Also um es auf eine Formel zu bringen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Danke, Frau von Weil. Ja, heute